Ich habe mich vor einigen Jahren dazu entschlossen, in Kiel Geowissenschaften zu studieren. Und wenn man sich zu sowas entschließt, dann wird man recht schnell mit der Frage konfrontiert, warum zur Hölle habe ich mich dazu entschlossen? Ich möchte versuchen, eine Antwort zu finden und möglicherweise auch zu geben in dem folgenden Text. Er trägt den Titel Gestein sein, eine Tragödie in drei Bruchstücken. Wenn mal wieder Platten krachen, Tsunamis Küsten ebnen, Vulkane Flächenbrand entfachen und Aschewolken Asche regnen. Wenn T-Rex in den Hades schaut, weil ein Felsklumpen einschlägt und Pflanzen, Tiere, Menschen sterben, weil der Planet sich regt. Wenn du dich dann fragst, wer trägt die Schuld? Dann komm, ich lade dich ein und zeige dir die Antwort bald. Die Schuld trägt das Gestein. In Mutter Erden Uterus, im tektonischen Koitus, wird Materie der Gewalt gebeugt und kristallines Mineral gezeugt. Von Temperatur und Druck gebeutelt, steigt die Pampe langsam auf. Kurz vor oben trifft auf Wasser, brodelt, kocht und dehnt sich aus. Denn es schüren mitnichten wasserführende Schichten Gemütlichkeit in heißem Magma, sondern sorgen, man ahnt es schon, für explosive Extension. Und so öffnet sich schmatzend der Höllenschlund, zu richten diese Welt zugrund, spuckt aus, das glühend heiß Liquid, das sogleich Richtung Tale zieht. Pyroklastisch hastig macht sich der heiße Tod auf in die Stadt und verbrennt ein jeden Tor, sich nicht in Sicherheit gebracht. Und so nimmt das Gestein im Ascheregen am Fuße des Berges die ersten Leben. Jedoch, wenn die Pampe nicht aufsteigt, sondern in der Tiefe verharrt, dann kann es passieren, dass sie dort zu gutem alten Granit erstarrt. Jahrtausende später durch Kollision zweier Platten nach oben geschoben, abgebaut von Menschenhand, nichts ahnend vom grausigen Toben, das schon der weise Saruman beschrieb. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft. Du weißt, was sie aufgeweckt haben in der Dunkelheit vom Erzgebirge. Schatten und Flammen. Doch wie man leider überall sieht, ist Granit sehr beliebt, sodass es geschieht, dass man Granit oft auch im häuslichen Einsatzgebiet sieht, wo ein Kochlöffel schwingender Schmied auf jene Mambas aus Granit den Takt für folgendes kulinarisches Liebeslied angibt. Messer, Schnitt, Messer, Hack, Gebeil auf den Tisch, ob Fleisch oder Fisch, auch Gemüsesalat, Butter, schlägt die Klinge auf die Platte, schlagen Funken durch die Küche, schwirren kohlige Gerüche durch des Meisters Habitat. Doch ist der Schwung zu schnell, der Stein zu hart, sodass die Klinge jäh zerspringt, ein Bruchstück durch die Lüfte sinkt sich gegen Haut und Fleisch, behaupten ihn mit einem Schnitt enthaupten. Und der Mund des Koches Lied plötzlich verstummt. So nimmt der Stein in rotem Regen mit dem Kulinar das zweite Leben. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, bei einem anderen Streit setzt das Drama sich fort. Sieh mich an, ich bin ein Stein und lieg hier auf der Erde. Mein Leben, das ist super friedlich, weil ich niemanden gefährde. Insekten und Pflanzen tanzen um mich rum und halten sich an den Händen. Alle sind glücklich, die Sonne lacht, dieser Friede soll niemals enden. Doch was ist das? Eine Hand. Sie hebt mich auf. Ich kann den festen Druck spüren. In welche wunderbare Blümchenwelt will sie mich bloß entführen? Wird es Einhörner geben oder gar wunderschöne Steinprinzessinnen? Erhält mein kleines Steindasein nun einen höheren Lebenssinn? Oh, jetzt nehme ich Schwung auf, hui! Schwinge von unten nach oben und schon im nächsten Moment komme ich durch die Lüfte geflogen, fliege so anmutig, so frei.
in Richtung Hundertschaft der Polizei. Und so nimmt der Stein in rotem Streben am 1. Mai in der Schanze das dritte Leben. Endlos fortführen ließe sich diese Liste von Steinigungen bis zum Steinschlag auf der Piste. Schon damals mit dem Feuerstein schlugen Höhlenmenschen Köpfe ein. Feuerstein führt auch zu Funke, Funke führt zu Flamme und zack, brannte Karthago. Und es war das Uranerz, das den Menschen letztendlich zum Spalter gemacht hat. Die Gefahr ist real. Ihr glaubt mir nicht? Wenn ihr das nächste Mal über Kopfsteinpflaster geht, dann senkt doch einfach mal euren Blick. Und ihr werdet erkennen, sie sind längst unter uns. Dankeschön. Yeah.